Daumen. Lass mir seinen. Und da geht die Abfahrt. Ja, da werden wir durchkommen. Und wie wir. Robimir schon Dritter, es wird Helmut Lieber. Vor Horst Ulbrock, Dritter, Robert Meer. Genau, alles gut. Horst Ulbrock, wieder los. Horst Ulbrock, greift Helmut Lieber. Robert Meer, Dritter. Werner Scheible, der Hinterwacker mit dem Berg in
den Arm unter Hans Graf. Mit der Bayerischen Flagge. Da hat sie wieder ein Stück weiter aufgeschoben. Er sagt, das Auto ist wieder in Ordnung. Und er fährt dahinter seinen zwei Clubkameraden schön brav nach und wartet auf eine Chance, dass er überholen kann. Mit dabei noch mit der 428 Robby Griesbauer vom FC Neuburger hier überholt gerade der 419er. Das ist der Werner Holmi. So, wie schaut's aus? Ja, da hängt auch schon wieder ein Teil weg von dieser Kurvenkollision. Der Kupplung hat sich ein bisschen aufgebügelt. So, da kommt der erste runter, kriegt der Konstantin, wenn ich richtig sehe. Er hat sein Auto rot-gelb mit Gelbpumpen versehen. Und seine Gattin, die Kabi, die hat das Auto gelb gemacht und hat rote Punkte drauf. So kennt man sich aus bei den beiden. Hoppla, hoppla, Hans, ja, was macht er denn? Heute, Graf Hans, ist er wegen dem Werner Scheible zusammengekommen. Ja, was macht er denn, der Hans? Ja, Werner Scheible hat sich ein bisschen quer gelaufen. Stellt wieder den Werner Scheible auf. Die Goretzki Schwesinger Handy hat er ausgelassen in der Kurve. Und der Hans hat wieder bremsen können, der war voll drauf. So, macht man doch die Kurve nicht kaputt. Der Führende, jetzt müssen die erst da außen vorbeikommen. Das ist eine neue Situation, weil der Scheible Werner mittendrin liegt. Der hat sich also da einen schönen Platz herausgesucht. Er selber hat zwar nichts dafür können, aber aufstehen wisst man heute genau. So ist es gut. Fahrer raus. Vorsicht, der Hans macht da hinten eine kleine Umrundung. Damit er da hoppala. So, der Werner Scheible wird rausgeschoben. So Überschlag macht der Hart los für den Fahrer, aber das Auto muss er nicht mehr hart drunter leiten, jetzt muss er wieder richten, der Werner. So viel hat er schon gerichtet in den letzten Wochen und Monaten. So viel ist seine schöne Hände und die Marke wird wieder schon draus. Eieieiei, ausgerechnet da muss er sich überschlagen. So, mit dabei noch Thomas Ball, der jetzt als nächsten den Johannes Graf in die Ferse kriegt, aber da ist eine halbe Runde Unterschied, da fällt also noch nichts. Aber der Hans gibt Gas. Er sagt, heute bin ich mitten von der Partie. Am Überrunden gerade, der Viktor Konstantin, der da oben den Strohballen ein bisschen angekratzt hat. Da hat er die Sonax Autopflegewerbung runtergerissen. Aber die Firma Sonax, Hoffmann hat gesagt, wenn er mal so viel kaputt ist, macht die Werbung nicht. Sorgen immer wieder für Furore bei jedem Autocross. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie mittlerweile auch ernst genommen werden. Am Anfang hat man sie immer ein bisschen gelädelt, aber heute, es ist knallharter Sport. Die Mädchen und Burschen müssen fahren können mit diesen Dingern. Die schaut zwar alles recht langsam aus, aber ein 59er Schnitt auf diesem Kurs, da ist schon was drin. Da waren heute schon etliche Tourenwagen langsamer. Also auch hier wird gefightet. Und noch dazu. Also, auf geht's, jawohl! Und die 436 muss da versuchen draufzuziehen. Vorne aber der schnellste vom ersten Lauf. Die Stadt ist die 436 und da muss sie sich in die Westkurve. Ja, der nimmt sich da mit den 434 an und schießt sie da raus. Das war dann die 420. Lass mal vorbeikommen, dann kann ich mir was sagen. Abheim, 421 hinten dran, 427, 424, 44, 49 und die